Fertig. Wow, gut getroffen. Mein allererstes Bata. Das kommt auf jeden Fall in die Lincoln-Bibliothek. Lincoln-Bibliothek? Ja, in diesem Ordner sind all meine Erinnerungen gespeichert. Guck mal, ich und Lynn in der Badewanne. Mein erstes Eis von Laurie. Mein erster Ritt auf einem Pony. Und jetzt mein allererstes Bata. Bibliothek voll. Platz für neue Datei schaffen? Ja. Wow, wo wollt ihr hin? Oh nein, 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 stopp, stopp! Oh nein, 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 nein! All meine Kindheitserinnerungen sind weg! Okay. Licht gut. Wasser gut. Requisiten bereit. Selbstauslöser aktiviert. U-Boot-Zerstörer! Oh Mann, du hast gefurzt? Es war richtig und dazu stehe ich. Nummer 2. Laurie füttert mich mit meinem ersten Eis. Stuhl hat die richtige Höhe. Eis steht bereit. Windel sitzt, engt aber nicht ein. Clyde, wir sind aufnahmebereit. Clyde? Schauspieler. Entschuldige, ich habe nur an der Rolle gearbeitet. Ich hätte beide Rollen übernommen, aber du wolltest ja einen Amateur holen. Was geht, Homies? Lucy Laut ist am Start. Rusty, ein kleiner Schauspieltipp. Sowas würde Lucy nie sagen. Kümmer du dich um deine Lola. Ich bin Luann. Hast du dich denn gar nicht vorbereitet? Jungs, ich würde jetzt gern anfangen. Wow, da wurde der Karren wohl vors Pferd gespannt. Kapiert? Was willst du, Laut? Hi, Mr. Grouse. Wir machen ein Foto und brauchen jemanden, der den Weihnachtsmann spielt. Ohne mich. Und wenn ich Ihnen das etwas schmackhaft machen würde? Verkleiden ist nicht so mein Ding, aber ich liebe die Lasagne von deinem Dad. Okay, ich dachte nicht, dass Sie alles verputzen, aber wir finden sicher was anderes zum Abendessen. Wir haben nicht ewig Tageslicht. Wo ist mein Elf? Ein Sekündchen noch. Ich muss das hier noch fertig bauen. Au! Clyde, du stehst hier. Au! Okay, Clyde, der Moment der Wahrheit. Werfen wir einen Blick auf die ersten Fotos. Die sind super! Ich habe meine Kindheitserinnerungen wieder. Juhu! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Abuelo wäre enttäuscht, wenn ich als Einzige nichts für ihn einstudiere. Alle machen was ganz Tolles, selbst die Haustiere. Keine Sorge. Besser als Lalo wirst du schon sein. Es geht nicht darum, wie gut ich bin, sondern vor anderen Leuten aufzutreten. Da drehe ich durch. Warum? Es fing bei einer Schulaufführung an. Willkommen hier im Zauberwald. Irgendwann finde ich den Kerl, der da Baumfeld brüllte. Ich helfe dir mit dem Lampenfieber. Los, du kannst das. Bitte nicht vergessen, im Bereich der U-Bahn sind keine Musikverstärker erlaubt. Kinder? Oh, hey Dad! Ich helfe gerade Ronnie Anne mit ihrem Lampenfieber. Es ist ihr irre peinlich, wenn sie im Mittelpunkt steht. Was rede ich da eigentlich? Hört sofort auf, sie anzustarren. Komm rein. Was hast du, Miecha? Fehlt dir was? Ich hab doch deinen Geburtstag ruiniert. Ich hätte so gern für dich gesungen, aber ich krieg vor Leuten immer Lampenfieber. Tut mir leid. Du bist sicher schrecklich enttäuscht von mir. Unsinn. Ich kann das sehr gut verstehen. Das geht jedem so. Mich eingeschlossen. Ach ja? Aber Abuelo, du liebst es aufzutreten. Du wirst doch nie nervös. Nun, das war ja auch nicht immer so. Da war diese Aufführung in der ersten Klasse. Es war ein sehr patriotisches mexikanisches Stück und ich stand in einem Kaktuskostüm auf der Bühne. Der mexikanische Adler sollte gleich mit einer Schlange in der Klaue auf mir landen. Viva Rexia! Viva wer? Irgendwann finde ich den Kerl, der da Viva wer schrie. Das kenne ich. Danach hatte ich eine ganze Zeit ziemliches Lampenfieber und ich brauchte viele Anläufe, um mich auf der Bühne wieder wohlzufühlen.
Also bloß nichts überstürzen, irgendwann klappt's. Und keine Sorge, ich habe vor, noch viele Geburtstage zu feiern. Danke, Abuelo. Das hilft mir sehr. Das Schlimmste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Durch den Sturz hatte ich 10 Kaktusstacheln in meinem Popis. Einen haben sie nie gefunden. Du bist der witzigste Opa der Welt. Gehen wir wieder rein, sonst verpassen wir noch das Beste. Die Show geht weiter. Ja! Bobby, wollen wir beide nicht das Duett singen? Uno, dos, tres! Amor, amor, amor. Du bist lo mejor. Bist du bist der größte Schatz der Welt. Mi amor. Du bist mein Held. Bist der Zucker für mein Zuckerschloss. Bist das Glück für mein Glücksrad. Bist das Herz für mein Herzblatt. Du strahlst heller als 1000 Watt. Größte Schatz der Welt. Bist der beste, größte Schatz der Welt. Größte Schatz der Welt. Mi amor, du bist mein Held. Alle singen jetzt. Das heißt, es gibt gerade keine Zuschauer mehr. Du bist lo mejor. Du kommst deinem Abuelito in ziemlich vielen Dingen nach. Du bist der beste, größte Schatz der Welt. Mi amor, du bist mein Held. Der größte Schatz der Welt. Mi amor, du bist mein Held. Mi amor, du bist mein Held. Negativ, Windel leer. Na Kinder, alles in Ordnung? Ganz und gar nicht. Lilly weint seit einer Stunde und wir haben keine Ahnung, wieso. Ja, wir haben alles versucht, damit sie aufhört. Sie will nicht essen, nicht aufs Töpfchen und nicht schlafen. Sie hat ihre Schmusedecke und ihre Giraffe. Naja, manchmal weiß man eben nicht, aus welchem Grund Babys weinen. Oh, ist ja gut, Schätzchen. Glaubt mir, Kinder, ihr habt als Babys auch sehr oft geweint. Außer Lucy. Sie hat uns nur angestarrt. Ja, deshalb trägt sie auch einen Pony. Ich sehe euch trotzdem noch. Jedenfalls, habt ein bisschen mehr Geduld mit Lilly, Kinder. Irgendwann hört sie schon auf zu weinen. Ihr habt sicher recht. Wir kommen schon damit klar. Du vielleicht, Lenny. Ja, ihr Gekreische ist unerträglich. Wir brauchen einen Plan. Ich weiß schon. Einfach abhauen ist kein Plan. Nein, Fenton, der gute Launefuchs, mein Lieblingsspielzeug als Baby, hat mich immer aufgemuntert. Ja, hier, gefunden. Guck mal, Lilly, das ist Fenton. Kleines Baby, weine nicht. Hab ein Lächeln im Gesicht. Spiel mit mir, dann sind wir schnell. Glücklich, glücklich, glücklich. Papa! Ja, es funktioniert. Kleines Baby, weine nicht. Hab ein Lächeln im Gesicht. Spiel mit mir, dann sind wir schnell. Glücklich, glücklich, glücklich. Der Horrorfuchs, du hast gesagt, er wäre weg. Du hast das gesagt. Was soll der Aufstand? Wir haben Lillys Wein abgestellt. Gern geschehen. Ihr versteht das nicht. Dieses Monster hat uns so wahnsinnig gemacht, dass wir fast keine weiteren Kinder mehr wollten. Also da habt ihr euch aber nicht gerade dran gehalten. Komm mit, Schatz. Wir machen das Schlafzimmer schalldicht. Hey, kriegt euch wieder ein. Ist doch nur ein süßes kleines Spielzeug. Ja, jetzt vielleicht noch. Ihr werdet schon sehen. Ihr alle werdet sehen. Okay, Lilly, komm rein. Aber keine Pupser. Lilly? Lilly? Papa! Oh Mann, Leute! Jetzt weiß ich, wieso sie so traurig ist. Sie vermisst Fenton. Wir haben sie Fenton nicht vergessen lassen, sondern nur vom Wein abgehalten. Tja, ich weiß, wir fanden die Ruhe sehr erholsam, aber dafür ist unsere kleine Schwester jetzt traurig. Ich sag's nur ungern, aber wir müssen den Fuchs wohl zurückholen. Das habe ich jetzt echt ungern gesagt. Nein!
So ein Mist. Wir sind wirklich die allerschlimmsten Geschwister aller Zeiten. Arme Lilly. Sie wird sicher ein trübseliger Teenager, der schwarz trägt und traurige Musik hört. Na, hoffentlich. Hör auf, das zu singen! Entschuldige, ich krieg's nicht aus dem Kopf. Sagt, was ihr wollt über den Fuchs. Aber sein Song geht echt richtig ins Ohr. Also, ich hab ihn auch die ganze Zeit im Kopf. Ich auch. Mein Kleinhirn ist leider auch davon befallen. Hey, hör zu! Vielleicht ist Fenton ja doch nicht ganz verloren für Lilly. Das werden wir von nun an wohl immer machen müssen, aber Hauptsache Lilly ist glücklich. Kleines Baby, weine nicht, hab ein Lächeln im Gesicht. Spiel mit mir, dann sind wir schnell glücklich, glücklich, glücklich. Wenn das jetzt Carl ist, dann schwöre ich, dass ich... Oh, hey, Dad! Hey, Amorcita! Wie läuft's in Peru? Ist die Klinik schon fertig? Ja, ist schon voll in Betrieb. Wie geht es, meine Kleinen? Ich vermisse dich. Ja, ich dich auch, Dad. Und danke für das Paket. Echt genial, diese Alpaka-Mütze. Hoffentlich wird es bald Winter. Hey, ich höre dich da drin doch reden. Habt ihr etwa gerade eine Heldenkonferenz? Privatgespräch, Carl! Sorry, Dad. Carl treibt mich in letzter Zeit in den Wahnsinn, weil er mir überall hin folgt und alles, was ich mache, kopiert. Haha, das erinnert mich an jemanden. Und wen? An dich, Chiquita. Mich? Wovon redest du da? Als du so alt warst wie Carl, hast du mit Bobby dasselbe gemacht. Egal, wo er hinging, du bist ihm gefolgt. Ach, Blödsinn. Das habe ich nie gemacht. Wenn du mir nicht glaubst, frag deine Bruder. Es ist wahr. Und ich habe Videos, um es zu beweisen. Mom, ich bin ein Zombie. Guck, Mom, ich bin auch ein Zombie. Dad, meine Sandburg ist fertig. Sie hat 4 Turmzinnen. Ich habe auch eine Sandburg gebaut, aber die hat keine Turmzinnen. Ja. Wow, ich wusste ja nicht, dass ich so eine Plage war. Wahnsinnig süß, aber echt schlimm. Warst du nicht voll genervt? Du warst gar nicht so übel. So ist das eben als großer Bruder. Sicher, ab und zu musste ich mich im Bad einschließen, um meine Ruhe zu haben. Das kenne ich. Aber meistens fand ich es toll, dass du so zu mir aufsiehst. Das ist immer noch so. Das geht auch ohne Hinterherlaufen. Da bin ich wohl rausgewachsen. Das wird bei Carl und dir auch so sein. Dafür, dass du nie damit gerechnet hast, eine große Schwester zu sein, hast du es ziemlich drauf. Danke, Bobby. Tja, ich sollte mal mit Carl reden. Ja, und ich mit Lori. Wenn ich meinen stündlichen Anruf zu spät mache, spricht sie bis zum nächsten stündlichen Anruf nicht mit mir. Das sind meine Absageschreiben. Sieht aus wie ein Sarg für deine Träume. Das gehört zum kreativen Leben. Da fängst du eben nicht gleich ganz oben an. Ich habe auch ganz unten begonnen. Zum Beispiel bei Tiergeburtstagen. Was sagt ein Dalmatiner wohl in der Reinigung? Ich habe da einen Fleck. Wow, schweres Publikum. Oh, Reflex, Charles! Es dauerte, bis ich bereit für meinen ersten öffentlichen Auftritt war. Nicht schlecht, Mr. Coconuts, alle 9 würde ich sagen. Das war dann wohl ein Fehlwurf, Kleine. Oh, Curly Fries! Ich hatte trotzdem noch eine Menge über Comedy zu lernen, also ging ich auf eine Clown-Akademie. Und nachdem ich meine Lektionen gelernt hatte, war ich endlich bereit für die Bühne. Wie telefonieren Genies? Mit ihrem Smartphone. Hab nur ein wenig Geduld und gib niemals auf. Und auch wenn es schwer wird, denk dran. Du hast eine große Schwester, die den vollen Durchblick hat.
Ich fühle mich schon besser. Du weißt so viel, Luann. Kannst du mir helfen, eine erfolgreiche Poetin zu werden? Dabei wäre ich sicher keine Katastrophe, denn schließlich bin ich sehr versiert im Helfen. Wo ein Po ist, ist auch Poesie. Sieh dir das an. Unsere kleine Lori kam mit einem kahlen Spitzkopf und Schwimmfüßen auf die Welt. Wir sollen in der Schule ein Referat über den Tag unserer Geburt halten. Und morgen bin ich dran. Ist aber ein Klacks, denn Mom und Dad haben für jedes Kind Babybücher angelegt. Das ist Lunas, das ist Lins, das ist Lucys. Aha, und hier ist meins. Beim Tag meiner Geburt steht ja gar nichts. Halb so wild, Mom und Dad erinnern sich ganz bestimmt. Der Tag deiner Geburt? Ja, im Babybuch steht nichts dazu. Wie merkwürdig. Was willst du wissen? Zu welcher Tageszeit bin ich geboren? Morgens. Abend. Okay, wie viel habe ich gewogen? 7 Pfund. Und wie war der Name des Arztes? Dr. Bernstein. Patel. Was ist hier los? Gar nichts. Wenigstens seid ihr euch da einig. Ah, die weißen Haare. Und sieh dir ihre Haare an. Genau wie die von Lori. Was wollt ihr denn heute essen? Chili Sandwich! Haare wie Lori, spielt Gitarre wie Luna, isst wie Lynn. Das Mädchen isst eine Laut. Das darf nicht sein! Seien wir ehrlich, Clyde. Die weißhaarigen Leute sind meine wahren Eltern. Ich werde also zu ihnen ziehen und ganz von vorn anfangen müssen. Das geht nicht. Wie sollen wir da Freunde bleiben? Reichen Walkie-Talkies überhaupt so weit? Lassen mich deine neuen Eltern bei dir übernachten? Keine Sorge, wir finden eine Lösung. Aber zuerst werde ich meinen sogenannten Eltern mal meine Meinung geigen. Was ist los, Sohn? Sohn? Das ist ja wirklich eine interessante Wortwahl. Ja! Stimmt irgendwas nicht, Jungs? Ja, ich kenne jetzt die Geschichte meiner Geburt. Ach ja? Ja, ihr wolltet nicht noch ein Mädchen, habt aber trotzdem eins bekommen, nicht wahr? Ihr wolltet einen Jungen. Und was habt ihr getan? Ihr habt das Krankenhaus bestochen, wegzusehen. Ihr habt das Mädchen gegen den Jungen einer ahnungslosen Familie ausgetauscht. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, Schande. Oh, ihr findet es lustig, mein Leben ruiniert zu haben. Gott, das ist so witzig. Also wirklich? Oh, tut uns leid, Schätzchen. Wir sollten nicht lachen. Es ist nur... Da liegst du völlig falsch. Oh, Lincoln, natürlich bist du unser Sohn. Setz dich, dann erzählen wir dir, was am Tag deiner Geburt wirklich los war. Okay, du auch, Clyde. Also, der Tag deiner Geburt, Lincoln, fing ganz normal an. Meine Fruchtblase platzte und Opa kam her, um auf deine Schwestern aufzupassen. Ich fuhr deine Mom mit Vanzilla ins Krankenhaus, aber sie machte natürlich schlapp. Der Van, nicht deine Mom. Und von da an lief nichts mehr nach Plan. Wir hatten schon Sorge, dass du am Straßenrand geboren wirst, aber dann hielt glücklicherweise eine schwarze Limousine an. Ich wäre fast umgefallen, denn es war der Präsident mit der First Lady. Als ich erzählte, was los war, boten sie an, uns ins Krankenhaus zu fahren. Alles sah wieder gut aus, aber du warst nicht gerade ein geduldiges Baby. Wir hätten es nie ins Krankenhaus geschafft, also machte sich der Präsident ans Entbinden, bis er ohnmächtig wurde. Dann übernahm die First Lady. Was für eine fabelhafte Frau. Sie blieb so cool bei der ganzen Sache. Das hast du natürlich erst von mir erfahren, weil du auch ohnmächtig warst. Ich hab's anders in Erinnerung. Jedenfalls hat sie dich in der Limousine zur Welt gebracht und als wir dich zum ersten Mal sahen, ach, da ging uns sofort das Herz auf. Okay, aber was hat Lenny da gesagt, dass mich ein Adler hergebracht hat? Du wurdest in einer Decke mit dem Präsidentensiegel reingetragen. Hey, warte! Abgefahren! Ich fasse es ja nicht, ich wurde von der First Lady entbunden. Ich würde sagen, sie ist eine echte Heldin. Lincoln, wenn du das in unserer Klasse erzählst, das übertrifft voll die Geschichte von Liams Wassergeburt. Du darfst leider niemandem davon erzählen. Wie gesagt, das ist top secret. Oh, ach ja. Tut mir leid, Sohn. Schon okay, Dad. Ich bin nur froh, dass ich dich noch so nennen kann. Oh. Komm her, Junge. Du planst also unsere Geburtstagsparty, ha? Huh? Ich versuch's. Also, ich hab mir da was überlegt. Wie wär's, wenn ich dieses Jahr die Party plane? Oh,
zu, Schätzchen. Dazu braucht man ein gewisses schönes Secours. Habe ich haufenweise. Hör zu, ich habe unsere Geburtstagspartys immer geplant. Das ist es ja. Du planst unsere Partys jedes Jahr. Schon die vor unserer Geburt. Und immer so Prinzessinnen-Partys. Da ist es nur fair, wenn wir dieses Jahr mal im Lana-Style feiern. Ja, und genau dieser Style macht mir Angst. Keine Sorge, Schwester. Das wird ein Riesenspaß. Ups, entschuldige. Weiß nicht mal, was das ist. Jetzt planen wir die beste Geburtstagsparty aller Zeiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Lana die Party ruiniert, Mr. Sprinkles. Doch vorher muss ich 3 Stunden unter die Dusche. Lana, kommst du denn nicht zur Party? Diese Party ist offiziell ruiniert. Kein Bulle, keine Torte, keine Dekoration. Das tut mir wirklich voll leid. Lola, ich brauche deine Hilfe. Gibt's nicht was, was du tun kannst, um die Party zu retten? Ich könnte mir vielleicht was einfallen lassen. Boah, das hast du aber wirklich schnell auf die Beine gestellt. Es ist natürlich nicht so gut wie die tolle Party, die du geplant hast, aber es muss eben reichen. Hey Lola, ich hab mir auch ein Stück Torte genommen. Halt, woher kennst du denn den Müllmann, der meine Dekoration entsorgt hat? Naja, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Ich meine... Hey, laut, Prinzesschen! Pass auf, wo du das hier liegen lässt. Hat meinen Reifen aufgeschlitzt. Die Rechnung kommt noch. Sind das Pariser Tischläufer? Lola, was hatte denn Diadem unter Flips Reifen zu suchen? Was? Das ist nicht mal mein Diadem. Sowas trägt doch heutzutage jeder. Lass das! Ich kann's nicht glauben. Du hast die ganze Zeit gelogen. Die Müllwagen, die Torte, der Bulle. Da sind gar keine Fehler unterlaufen. Du wolltest nur die Party an dich reißen. Das ist nicht fair, Lola. Ich war jetzt mal dran. Ich nehme unser Geschenk von Tante Ruth. Viel Spaß bei deiner Party. Na, kommt schon, Jungs. Los, wir gehen. Okay, Mädels, Zeit, die Kerzen auszublasen. Wo ist deine Schwester? Ich hab unsere Party ruiniert und sie verjagt. Ich muss was tun. Ihr haltet die Stellung, ja? Und du hast gesagt, die brauche ich nicht. Da. Mitch, gib mir alles, was du in Schlammfarben hast. Komm schon, Roy, beweg deinen dicken Bullenhintern. Naja, wenigstens faule Lebensmittel. Partygeschenke! Keiner zu Hause, besonders wenn du Lola bist. Lana, mach doch auf. Ich weiß, das ist deine Trübsaltonne. Hau ab! Ich wollte nur sagen, es tut mir leid. Ich hätte dir deine Party lassen sollen. Das war deine Chance zu glänzen. Du hast mich wirklich übers Ohr gehauen, Lola. Ich weiß, aber ich habe eine Überraschung, die vielleicht all meine schrecklichen Taten wieder gut macht. Lass mal hören. Wow! Wow, das warst alles du? Ich werde zwar eine Woche wie ein Schweinestall riechen, aber das ist es mir wert. Danke, Lola, für die beste, mülligste Party aller Zeiten. Gern geschehen. Lass uns die Kerzen ausblasen. Herzlichen Glückwunsch, Lana. Herzlichen Glückwunsch, Lola. Sehr gut. Halt. Eins zur Sicherheit. Und du hast ja sogar auch noch die explodierenden Kerzen besorgt. Halt, was? Na, Leute, kauft ihr Tickets für die Convention? Nee, aber mein kleiner Bruder. Wir warten hier nur auf ihn. Hallo, Jungs. Wer möchte ein Bild mit seinem alten Kumpel Ace? Nee, danke, Alter. Die Ace-Savvy-Phase haben wir hinter uns. Ja, und zwar schon seit wir 7 sind. Ganz wie ihr wollt. Ich habe noch genug andere Trümpfe. Ja, und genau aus diesem Grund. Voll albern. Und warum hängt ihr zwei hier rum? Wir? Weil man eben einfach so rumhängt, so wie echte Jungs. Ja, mit Mädels flirten, Rasierwasser kaufen, Erwachsenenkram halt. Cool, dann bis Montag in der Schule. Oh nein, Lincoln, ob sie recht haben? Sind wir zu alt für Ace-Savvy? Tja, wir sind hier tatsächlich die Ältesten.
Und unsere Kostüme sind langsam ein bisschen eng. Und laut dieses Programms sind wir zu groß für die Ace-Hüpfburg. Wow, vielleicht sind wir wirklich zu alt und haben es einfach nicht bemerkt. Meinst du? Und was machen wir nun? Ace aufgeben? Dank Ace sind wir zwei Freunde. Wart auf mich, Lynn. Du sollst doch auf mich aufpassen. Hier, nimm mein Cape. Ace Savvy hat immer ein Ass im Umhang. Danke, ich bin Clyde. Und wie heißt du? So ein Mist. Die Geschichte bringt mich immer zum Weinen. Nur was in der Post war. Das Kursverzeichnis der Golf-Universität. Welche Kurse soll ich belegen? Biochemie und Bogies oder Sandfallen und Soziologie? Oh, Mann. Die Lehrbücher kosten 100 Mäuse. Welches Shirt soll ich anziehen? Die Banane oder das Kätzchen? Komm schon, Dad. Du hast mir versprochen, nicht zu heulen. Tut mir leid, Schätzchen. Es ist nur, mein kleines Mädchen zieht bald aus und das heißt keine gemeinsamen Mitternachtsfilme mehr. Keine Mehlschlachten und auch keine Frühstückskakaos mehr. Ich weiß, Dad, aber ich ziehe ja nicht gleich zum Mars. Fühlt sich aber so an. Die Golfschule ist 208,6 Meilen weg. Ist nur geraten, ich hab's nicht nachgeschlagen oder so. Dad. Du hast recht. Lass uns einfach das Beste aus der Zeit machen, die uns noch bleibt.